Servus YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video, zu einem etwas, ich weiß es nicht wirklich, wie ich das nennen soll, Aufklärungsvideo. Bin mir ganz, ganz sicher, einige von euch werden nicht Twitter haben. Heute ist dann wirklich eine kleine Bombe geplatzt, wenn man das so sagen kann. Man sieht es hier auch auf Twitter. Trends für dich, FIFA 21 trended. Oh, scheiß, trended auch. Okay, krass. By the way, während den Upload des Videos streame ich auch gerade auf Twitch. Ihr könnt danach gerne vorbeikommen, weil mich interessiert eure Meinung, weil eure Meinung interessiert mich da schon, was ihr darüber denkt. Kommt dann einfach vorbei, wir diskutieren da ein bisschen darüber. Aber auch ganz, ganz wichtig, schreibt mal eure Gedanken auch in die Kommentare, weil ich sage dann auch noch etwas dazu. Aber vorher, Step by Step, ich zeige euch erstmal alles. Im Titel steht es schon, ein oder vielleicht mehrere EA-Mitarbeiter haben Prime Icon Moments Karten verkauft. Sogar Aktionspreise, weil zweimal Team of the Year kann man sich dann auch noch dazu kaufen. First of all, ich blende es auch hier ein, ist ein sehr, sehr guter Kommentar vom guten Pixelmann auf Twitter. Mitarbeiter missbraucht seine Rechte, um Profite rauszuschlagen, und dafür wird sich über das ganze Unternehmen lustig gemacht und das als unfähig dargestellt. Es soll jetzt kein Hate-Video oder sonstiges gegen EA Sports sein. In jeder Firma gibt es schwarze Schafe, das kann man nicht vermeiden. Aber trotzdem appelliere ich an EA Sports, auf jeden Fall eine Stellungnahme dazu abzugeben. Sonst wird das nicht aufhören, dass ihr unter jedem Twitter- oder Instagram-Post irgendwelche Kommentare bekommt, wie können wir Prime-Moments-Karten kaufen. Aber was ist denn passiert, Leute? Aufmerksam bin ich darauf geworden, durch den guten Jan, ist ein Twitch-Moderator von mir. Anscheinend verkaufen hier Mitarbeiter wirklich Echtgeldspieler, keine Ahnung, ob es wirklich echt ist, aber ich habe das die letzten Tage in so vielen Beiträgen gesehen und gelesen. Und da sieht man das auch zu krass, scheinbar verkaufen irgendwelche EA-Mitarbeiter jede Karte, die man möchte, und können sie deinem Verein hinzufügen, und die Leute kaufen ernsthaft traurig. Da sieht man, es fängt sie eh Pelé, Ronaldo, Hullet, Moments, Kartner. Der Simon zum Beispiel hatte auch kommentiert, dann ist mir jetzt auch klar, von wo mein Kollege die plötzlich hat. Bei dem Bild sieht man eben auch noch eben diese Toti-Karte, wo ein gewisser Manuel eben auf Portugiesisch, Italienisch etwas kommentiert hat. Und der gute Foodjoker hat das übersetzt. Hattet ihr kein Glück bei den Packs? Kein Problem, meine Brüder. Kontaktiert mich und ich werde mich darum kümmern. Für die Nicht-Italiener unter uns. Wahnsinn, der Kerl. Dann auch noch... Hier sieht man noch ein bisschen mehr, da sieht man auch einen WhatsApp-Verlauf. Und das Krasse ist, ich dachte anfangs auch, das ist fake, aber wie auch hier Metz schreibt, dass es einfach viel zu viele Beweise dafür gibt. Auch eine Preisliste. Hier, zeige es euch. How much we talking for the untradables? 1000 Euro für 2 Moments, 1400 für 3 Moments, 1700 3 Moments plus 2 Totis. Das ist schon ein Wahnsinn. Hier more proof, da sieht man das dann, dreimal Icon, zweimal Toti. Hier ist auch noch ein WhatsApp-Verlauf, Pele, Ronaldo, Hullet. Es ist einfach der Wahnsinn. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung, aber ich gehe schon davon aus, dass das irgendwie mehr als ein Mitarbeiter gewesen ist. Hier gibt es nämlich auch noch einen Plan, eben dass das Ganze jedes Jahr gemacht wird, keine Ahnung von wann an. Hello mate, I have a friend on EA and we do this method every year with him on February and March. We can add 3 Icon Moments plus 2 Toti players that you want to do your account. They are untradables. We will transfer them to your account on between Monday and Wednesday. They will be transferred by EA Server Bots. Ihr könnt euch das alles selbst durchlesen. Drückt einfach auf Stopp. Aber das ist echt der Wahnsinn. Und ich muss auch sagen, hier sind einzelne Mitarbeiter schuld. Aber grundsätzlich, dass das so überhaupt irgendwie groß passieren kann im großen Stile, ist, weil ihr das verkackt habt ein bisschen mit diesen ganzen Icons, wie ihr das momentan handhabt. So wie es FIFA 19 oder FIFA 18 war, weil es mit am besten, dass es eigene Icon-SBCs gibt, wo du dir Hulliard und so weiter abschließen kannst. Und ganz ehrlich, ich bin nicht mehr dieser Typ, dass ich ein Full-Icon-Team bauen möchte. Hier, das ist momentan mein Team, Leute. Und ich bin übertrieben glücklich. Ich habe nicht eine Icon, ich möchte auch gar keine Icon haben, weil ich finde, außerhalb von diesem ganzen Icon-Kosmos habt ihr die ganzen Event-Karten richtig verbessert. Die sind alle gut leistbar, außer natürlich die High-End-Karten. Aber trotz allem kann man sich schöne Teams zusammen basteln. Das ist ein 0 Euro RTG-Account. Schaut euch das Team an. Es sieht trotzdem konkurrenzfähig aus. Ist nicht die Spitze. Aber dennoch habt ihr angepriesen bei FIFA 21, dass ihr die Icons leistbarer machen wollt und schießt mich tot. Aber du siehst keine Moments-Karte von Ronaldo zum Beispiel auf dem Markt. Warum macht er das nicht einfach wie vor 3 Jahren? Icon-SBC, wenn die Moments-Karte rauskommt, einfach dann noch eine Upgrade-SBC, dass man die... Warum macht er das nicht wie eben in der Vergangenheit, dass hier, wenn er eine Prime
Icon SBC rauskommt, dass die abgeschlossen wird, kommt der Moments raus, dass man den nochmal upgraden kann. Ja, Ikonen sind etwas Besonderes, das mag schon sein, aber ich finde, wie ihr das aktuell handhabt, die EA, finde ich, das, es gibt keine Worte dafür. Weil wer interessiert sich jetzt irgendwie für einen Puyol oder einen Netwets? Heute vor eben 3 Jahren kam Khulid SBC, R9 SBC, Icon SBC, du kannst sie machen. Du kannst für dich selbst entscheiden, schließe ich diese SBC ab, aber hier diese Player Token, Icon Token und dann noch die Spieler, die zur Auswahl stehen, ein Butra am 10.3. ist nicht attraktiv genug. Ja, solche schlechten Sachen fördert das Ganze dann eben sogar noch ein Stückchen weit mehr. Und ich finde, das solltet ihr auf jeden Fall überdenken. Und wenn ihr schon dabei seid, etwas zu überdenken, dann überdenkt auch gleichzeitig euer Weekend League Reward System. Da gilt es auch ein gewisses Augenmerk darauf zu legen, weil die Rewards sind echt kacke, EA, sorry. Aber jetzt nochmal back to topic zu den ganzen Icon-Moment-Skandal. Und ja, Leute, das sind auch noch ein paar Proofs, dass das Ganze eben funktioniert hat. Die 3 gekauft, die sind da im Team. Hier ist dann auch noch, how is you going? Dann wird das erklärt. Da könnt ihr auch gerne auf Stopp drücken und euch das durchlesen. Und die kleine Legende, ja, ist auch von EA schon gebannt, aber er hat ein Video hochgeladen mit dem Titel The Biggest Scandal in the History of FIFA. Das schauen wir uns auch mal ganz kurz an. Wird wahrscheinlich auch einige Proofs sein. Oh mein Gott, is this event possible? Help me. Hören wir mal rein auf jeden Fall. Alright, so I actually got this sent yesterday. It's already obviously broken out now, but you know, at first when I got sent this, I'm like, I mean, this can't be true, right? The biggest scandal, maybe, in the history of FIFA, and that's saying something. I think it has to be up there. So keep in mind, right? This guy put my name just to show me that it's actually true, right? So first owner, R9, Prime Icon, whatever the hell this is. I haven't played FIFA in God knows how long. I don't even know what the hell's happening, right? Prime, whatever, the blah blah blah. Okay, Leute, das ist anscheinend der Proof, wenn man zum Beispiel sagen kann, okay, alles, was hier jetzt gezeigt wurde, könnte auch Photoshop sein. Aber er zeigt das hier auf der Konsole. Und wie unwahrscheinlich ist es, dass du Ronaldo, Euse und ich weiß nicht, wer der dritte Cruyff in Moments zieht auf einen Account. Untradable. Wie unwahrscheinlich ist das, Chats? First owner. First keep that in mind. Untradable first owner. I mean, sure that this guy's not packing them all. I mean, it can't be sure, you know. Mayor of Rage Quit City, Hectic, R9, Hillen, Pele, some guy sent him this, all for... Das ist krass. First owner, interesting, again, I mean, how the... Schaut mal das an, das ist einfach wild. Hello, are people this lucky? I mean, then you see all of these teams, okay, they're selling the accounts though, right? They're selling the accounts, that would make sense, I mean, that goes around, right? Hier, dieser Account ist sale for 700 Euro. Or 3 Icon Moments plus 3 Toti ist 825 Euro. 3 Icon Moments 575 direkt on your account. Das ist der Wahnsinn, Leute. No, okay, account. But hang on a minute. Look at that at the end. What's that? 3 Icon Moments. Blah blah. Oh, directly on your account. Directly on your account. But how? How? How's it even possible? Oh. Well, here it is, ladies and gentlemen. It's they themselves who was the biggest scandal in the history of FIFA. You come after me. You have the audacity to come after me. I've never took a penny off of you. And you're selling these directly. Directly to people. Your employees are doing this. And all the people that are spending thousands upon thousands upon thousands on FIFA points when they could be doing this. The biggest scandal in the history of FIFA. Das sind so Gründe, das ist einer der Gründe, warum ich jetzt wirklich froh bin, auf eine RTG umgestiegen zu sein, keinen Cent mehr in dieses Spiel zu investieren. Das Spiel selbst, mir macht das Spaß, FIFA 21, aber ich bin nicht mehr gewillt, hier echt Geld reinzustecken. Für die größten Content Creator muss das noch ein zusätzlicher Schlag in die Fresse sein. Die investieren pro Event Tausende von Euros und dann, ja, bekommt man mit, dass da die besten Ikonen eben für 1700 Euro gekauft werden können. Und das ist eben für die großen Content Creator quasi nur Kleingeld. Und ja, heftig auf jeden Fall. Hier ist noch ein Video, noch ein Proof, Video Proof. Ja, einfach eben, um euch zu zeigen, dass das kein Photoshop ist, also solche Screenshots zum Beispiel, dass es kein Photoshop ist, sondern Video Proof sind. Ja, Leute, schreibt eure Meinung rein. Was denkt ihr darüber? Einerseits klar, es waren einzelne Mitarbeiter, aber diese einzelnen Mitarbeiter, die dürfen erstmal abtauchen. Ins irgendein Land, wo es kein Auslieferungsabkommen gibt,
Weil die werden jetzt wirklich hops genommen. Ich denke schon, dass man die Mitarbeiter ausfindig machen wird. Und das wird ganz, ganz teuer werden für die Mitarbeiter. Aber am Ende des Tages ist es auch ein schwerer Image-Schaden gegen EA Sports, gegen die Mitarbeiter. Das Vertrauen ist wieder mal ganz weit nach unten gerutscht. Krass. Aber eigentlich ist es schon fast typisch, dass EA so etwas passiert. Und ja, verabschiede ich mich von diesem Video. Gebt gerne einen Daumen nach oben, Leute. Könnt das auch gerne mal teilen. Macht andere Leute darauf aufmerksam, was da schon wieder passiert ist. Und was mir aber noch viel, viel wichtiger ist, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich verabschiede mich. Ciao, Bella.